150 Stuttgart. Stichwort ist Kinderuni. Die Autorin von diesem Buch lernt ihr in unserem nächsten Film kennen. Wir waren diesmal an der Uni in Tübingen und haben erfahren, wieso eigentlich Fledermäuse so perfekt hören können. Wenn in Tübingen Kinderuni-Vorlesung ist, dann haben es die Kids plötzlich sehr eilig. Warum eigentlich? Hallo, warum gehst du denn in die Kinderuni? Wir machen einen Ausflug mit unserer Klasse. Wir wollen den Bericht über Fledermäuse angucken. Weil es interessant ist. Da kann man auch was lernen und da ich gehe halt nur dahin, wo die Themen halt mich auch interessieren. Hier in Tübingen fand zum ersten Mal die Kinderuni statt. Und hier sind auch die zwei, die die Kinderuni erfunden haben. Ulla Stornagel und Ulrich Janssen. Ja, wir kamen vor ungefähr 2 Jahren auf die Idee und dachten uns, es gibt so wahnsinnig viele Kinder in Tübingen. Und wir selber wissen auch, wie viele Fragen die Kinder stellen, teilweise auch an uns. Und wussten ja auch, dass es sehr viele kluge Leute in Tübingen gibt, die viele Fragen beantworten können. Und da dachten wir, das wäre doch mal ein interessantes Experiment, die zusammenzubringen. Hättet ihr gedacht, dass die Kinderuni so ein Erfolg wird? Erst haben wir natürlich gedacht, so etwas funktioniert nur in Tübingen, weil es in Tübingen so viele Kinder und so viele Professoren gibt. Aber dann hörten wir, dass das Ganze auch in Rom sogar funktioniert. Und zwischen Tübingen und Rom, da passen eine ganze Menge anderer Städte noch rein. Und so haben wir dann irgendwann geglaubt, ja, es könnte auch in anderen Städten ganz gut funktionieren. Und siehe da, es funktioniert auch in anderen Städten ganz gut. Das ist jetzt schon das zweite Buch, das die beiden geschrieben haben. Das erste war auch ein großer Erfolg und hat viele Auszeichnungen bekommen. Ein Erfolgsgeheimnis, schwierige Fragen einfach beantwortet. Warum träumen wir? Warum dürfen Erwachsene mehr als wir? Warum fallen die Sterne nicht vom Himmel? Sogar manche Eltern lesen heimlich darin. So, jetzt geht's los. Heute mit dem Thema, warum sehen Fledermäuse mit den Ohren? Rappelvoll ist der große Hörsaal in Tübingen. Am Pult steht der Zoologieprofessor Hans-Ulrich Schnitzler. Seine Forschungsreisen zu den Fledermäusen haben ihn bis nach Südamerika geführt. Fledermäuse kommen auf allen Erdteilen vor. Sie sind Säugetiere und gehören zur Gruppe der Flattertiere. Nicht, wie normale Mäuse, zu den Nagetieren. Der Professor hat eine echte lebendige Fledermaus mitgebracht. Eine sogenannte Hufeisennase. Eine von 24 Fledermausarten, die es in Deutschland gibt. Fledermäuse schlafen tagsüber. Erst bei Nacht gehen sie auf Jagd. Um sich im Dunkeln zu orientieren und ihre Beute zu finden, senden sie ganz hohe, für unsere Menschenohren normalerweise nicht hörbare Töne aus. Wenn diese Töne auf feste Gegenstände treffen, prallen sie zurück, wie ein Ball von der Wand, und erreichen wieder das Ohr der Fledermaus. Mit dieser sogenannten Echoortung erkennt die Fledermaus, wo und wie weit ihr Beutestück entfernt ist. Deshalb kann man sagen, Fledermäuse sehen mit den Ohren. Übrigens, auch wenn einige Fledermausarten fiese Zähne haben, mit Dracula und seinen Vampiren sind sie nicht verwandt. Das behauptet auf jeden Fall der Professor. Unsere Jahresaktion Wissen macht Spaß hat es wirklich in sich. Solche Kindervorlesungen gibt es noch den ganzen Sommer über. Genau, und wenn ihr wissen wollt, welche Unis welche Vorlesungen anbieten, dann kommt vorbei auf unserer Homepage www.tigerentenclub.de. Die haben wir extra für euch ganz neu gestaltet. Genau, klickt einfach mal auf Clubwelt. Da haben wir nämlich brandneue Spiele für euch, wie zum Beispiel Billard, Croquet und lustiges Ballonschießen. Ja, oder ihr schaut mal rein bei unseren geheimen Tagebüchern. Da verraten wir fast alles. Genau. Und was ich besonders gut finde, sind die elektronischen Grußpostkarten oder E-Cards genannt. Die könnt ihr selber gestalten und dann an eure Freunde schicken. Jetzt geht's erstmal zurück zu den Kindern vom Alstertal. Die suchen ganz verzweifelt ihren Hund Dolly, der plötzlich im Wald verschwunden ist. Und wieso hat der Förster plötzlich geschossen? Das erfahren wir jetzt endlich.